Hi, ich bin's wieder, euer Nick, und heute haben wir ein neues Video für euch, und zwar die Roomtour dieses Toyota Land Cruiser GRJ 78. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, möchte ich die Chance nutzen und uns kurz vorstellen. Wir sind die Endlos-Freisein-Manufaktur, wir sind Individualausbauer im Reisemobilbereich. Der Kunde kommt mit dem Fahrzeug, wie zum Beispiel hier, zu uns. Er hat Wünsche dabei, er hat Ideen dabei. Gemeinsam setzen wir diese in einem 3D-Modell zu einem Ausbaukonzept zusammen. Anschließend setzen wir dieses Konzept dann im Fahrzeug und rund um das Fahrzeug 1:1 um. Falls du nach der kleinen Roomtour Interesse an einem Innenausbau haben solltest, melde dich gerne bei uns. Die E-Mail-Adresse blenden wir hier unten ein. Jetzt starten wir aber mit der Roomtour von diesem Fahrzeug. Unter der Haube schlummert hier ein V6 Benzinmotor, der zieht auch ordentlich durch und es macht richtig Spaß, das Fahrzeug zu fahren. Für die Roomtour arbeiten wir uns erstmal von vorne nach hinten um das Fahrzeug drumherum und dann schauen wir natürlich auch in den Innenraum. An der Front des Land Cruisers befindet sich ein massiver Rammbügel, eine Seilwinde sowie zwei Zusatzscheinwerfer. Auf der Beifahrerseite haben wir einen Schnorchel sowie zwei wasserdichte Pelican Storm Stauboxen. Diese sind auf Airline-Schienen montiert und können jede Menge Equipment aufnehmen. Direkt daneben befinden sich zwei Kanisterhalter, die abschließbar sind und zwei Frischwasserkanister aufnehmen. Darüber haben wir ein Dusch- bzw. Toilettenzelt. Auf dem Reserveradreifen an der Hecktür gibt es einen Reserveradrucksack. Auf der anderen Seite haben wir wieder zwei abschließbare Kanisterhalter. Direkt neben diesen beiden Kanistern gibt es eine Outdoor-Küche, die heruntergeklappt und dann genutzt werden kann. Darüber haben wir eine große schattenspendende Markise. Neben dem Zustieg zur Fahrertür haben wir zwei Stecker. Der eine ist für den Landstrom und der andere für das flexible Solarpanel. Dieser Stecker kann mittels Magnet fixiert werden. Anschließend wird das Solarpanel ausgefaltet, aufgestellt und zur Sonne ausgerichtet. Weitere Solarpower gibt es oben auf dem Dach des Fahrzeugs. Außerdem gibt es hier eine Luke als Durchstieg von innen nach außen. Ein weiteres Highlight des Fahrzeugs ist das Hubdach von Custom Campers, welches zwei weitere Schlafplätze im Obergeschoss sowie Stehhöhe im Fahrzeug ermöglicht. Jetzt kommen wir zum Innenraum. Lasst uns im Cockpit des Fahrzeugs starten. Hier vorne im Land Cruiser haben wir standardmäßig ein Lenkrad verbaut, das man nach links und rechts drehen kann. Das eigentliche Highlight ist aber hier diese Mittelkonsole. Diese individuell angefertigte Mittelkonsole hat im vorderen Bereich zwei Becherhalter. Und dahinter ein kleines Staufach. Rund um die Mittelkonsole haben wir Expanderseile angebracht. Darin kann man kleines Equipment verstauen, wie zum Beispiel ein Kugelschreiber. Oder wenn man auf der Heimreise ist und vor Trauer es nicht aushält, natürlich auch ein Packtaschentücher. Ich habe jetzt mal kurz vom Fahrer auf den Beifahrersitz gewechselt, um euch ein weiteres Teil dieser Mittelkonsole zu zeigen. Ihr seht, hier hinten gehen zwei Kabel rein und raus, denn hierunter befindet sich die Verbraucherbatterie, ein 100 Amperestunden Lithium-Ionen-Akku. Zurück auf dem Fahrersitz, direkt hinter der Mittelkonsole, befindet sich ein Wechselrichter, dessen Aufgabe ist es, die 12 Volt Spannung aus der Batterie im Bedarfsfall auf 230 Volt hochzuregeln, um auch normale Haushaltsgeräte anschließen zu können. Wenn wir jetzt von hier vorne mal einen Blick nach hinten in den Campingausbau werfen, fällt euch sicherlich direkt auf, dass untypisch für den 78er das hier ein Viersitzer ist. Diese beiden zusätzlichen Sitze ermöglichen es dem Kunden, zu zweit oder eben auch mal mit seinen Kindern dann zu viert unterwegs zu sein. Wie lang ist denn noch? Sind wir bald da? Für uns waren genau diese beiden Sitze eine Riesenherausforderung für den Innenausbau, denn wer zu viert unterwegs ist, der braucht nicht nur vier Sitzplätze, sondern eben auch vier Schlafplätze.
Die Seitenwände des Fahrzeugs haben wir mit Holz verkleidet und in die Hohlräume des Toyota Land Cruiser in der Karosserie kleine Staublöcher integriert. Bevor wir gleich zum eigentlichen Campingausbau hinten kommen, möchte ich euch noch ein Detail hier vorne zeigen. Das war ein spezieller Wunsch des Kunden. Er wollte nämlich zwischen den beiden Kindersitzen einen Mülleimer integriert haben. Nach dem kleinen Einblick in den Campingausbau vorne möchten wir euch jetzt den eigentlichen Campingausbau zeigen. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen gespannt. Wir beginnen die Roomtour im Heckbereich. Ich nenne das auch immer den Portalbereich. Gerade bei kleinen Campern spielt sich hier unglaublich viel ab und das tun wir auch in unseren Konzepten widerspiegeln. Auf der einen Seite haben wir die Original-Türverkleidung von Toyota ersetzt, den Hohlraum hinten dran noch für einen kleinen Staufach genutzt. Auf der anderen Seite haben wir die Outdoor-Küche mit einer Klappkonstruktion verbaut. Des Weiteren haben wir hier hinten im Portalbereich zwei Airline-Schienen verbaut, die flexibel bestückt werden können. Auf der anderen Seite befindet sich unser U-Gepäckfach. Dieses Gepäckfach kann man flexibel bestücken. Zum Beispiel kann man da die Spülschüssel reintun oder auch ein Handtuch. Dieses U-Gepäckfach könnt ihr auch ganz einfach in eurem eigenen Camper nachrüsten. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist eine vertikale Fläche, wo ihr es anschrauben könnt. Wir haben dieses Gepäckfach in drei verschiedenen Größen, L, M und S, bei uns im Online-Shop. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ein weiterer wichtiger Aspekt hier hinten im Portalbereich ist, dass man die Stühle ganz einfach rausnehmen kann. Dazu muss auch nur der kleine Flügel der Tür geöffnet werden. Jetzt mal. Dieses Gummiband hier verhindert, dass die Stühle während der Fahrt rausfallen können. Bevor wir jetzt richtig in den Innenraum einsteigen, müssen wir erstmal Campingzustand herstellen. Das heißt, wenn man ankommt, legt man die Rücksitze um und integriert sie so in die Sitz- bzw. Liegefläche. Wir tauschen jetzt mal, Philipp baut um und ich nehme die Kamera. Ihr habt es eben, als Phil umgebaut hat, schon im Video gesehen. Wir haben die Platten über die Kopfstütze und die Sitztasche direkt mit dem Sitz verbunden, sodass das Umbauen deutlich schneller geht. Mit den umgelegten Sitzen haben wir jetzt die Basis, quasi den Basisausbau hergestellt. Wir haben Sitzmöglichkeiten auf dieser Sitzbank, auf dieser und über Eck. Ich würde diese Ausbausituation jetzt mit dem Wohnzimmer vergleichen. Wir können jetzt mal gemeinsam noch den Tisch aufbauen, aus dem Wohnzimmer ein Arbeits- oder Esszimmer machen.
Das hier ist der Tisch, den kann man drehen, schwenken in alle Richtungen. Ihr habt eben gesehen, wie schnell der aufzubauen ist. Link zu diesem Tisch bzw. Tischgestell packen wir euch in die Videobeschreibung. Man kann hier jetzt schon ganz schön über Eck sitzen, allerdings 1, 2, 3, der vierte Platz fehlt noch, aber den zeige ich euch jetzt auch noch. Bei Bedarf kann diese Platte noch über dem Flur zwischen Küche und Sitzbank eingehängt werden und es entsteht der vierte Sitzplatz. Um aus dem Wohnzimmer jetzt ein Schlafzimmer zu machen, hängt man, wie eben schon gezeigt, diese kleine Platte ein. Dann hat man noch die Chance, diese große Platte einzuhängen. Und es entsteht ein bequemes Bett für ein bis zwei Personen. Im unteren Bereich hier neben der Küchenzeile haben wir ca. 1 Meter Breite, weiter oben nach der Küchenzeile dann ca. 1,40 Meter. Das hier unten ist dann eher der Schlafplatz für die Kinder. Oben im Dach gibt es weitere zwei Schlafplätze mit einer Liegeflächenbreite von 1,40 Meter. Damit man hier unten jetzt auch gemütlich schlafen kann, haben wir extra Gardinen angefertigt, die per Magnet an der Karosserie direkt befestigt werden können. Diese sind aus einem extra dicken Filz, sodass sie auch ein bisschen isolierend wirken und natürlich kein Licht durchlassen. Damit man auch auf einem Parkplatz nachts mal unauffällig mit geschlossenem Dach stehen kann, kann man die Fahrerkabine über eine Gardine verdunkeln und so auch diesen Bereich blick- und lichtdicht machen. Die Gardinen sind aus einem extra dicken Filzstoff hergestellt, damit er auch ein bisschen isolierend wirkt und absolut kein Licht durchlässt. Wir fertigen die Gardinen genauso wie die Polster mit einem ortsansässigen Familienbetrieb, der ist schon in der vierten Generation familiengeführt. Die Gardinen könnt ihr demnächst für den 78er Land Cruiser auch bei uns im Online-Shop bestellen. Ich baue die Liegefläche jetzt um, denn wir wollen euch jetzt als nächstes den Stauraum zeigen. Der Besitzer dieses Fahrzeugs hat sich gewünscht, dass wir Euro- bzw. Auerboxen oder Lagerlogistikboxen in seinen Ausbau als Stauraum integrieren. Das Ganze auch im Idealfall noch als Schubladen. Dafür haben wir ein spezielles System entwickelt. Hierhinter befinden sich überall Euroboxen in verschiedenen Größen. Die große Anforderung war es, die Euroboxen sind ja nicht besonders schön oder optisch ansprechend, deswegen haben wir sie quasi mit Holz verblendet und somit in den Ausbau wohnlich integriert. Um die Kisten herauszuholen, nimmt man diesen Drehverschluss mit Rastfunktion, öffnet ihn, hat hier den Eingriff und kann dann die Kiste herausziehen. Der Vorteil dieser Kisten ist, dass man sie mit nach drinnen ins Haus nehmen kann, wenn man für die Reise packt, dort thematisch beladen kann und dann einfach wieder zurück ins Auto einsortiert. Das Schienensystem ist unter anderem so wichtig, dass wenn die Box herausgezogen wird, sie nicht kippt, beziehungsweise wenn sie leicht kippt im weiten Zustand, nicht an der Front hängt, sondern an dem Schienensystem innen. Somit können wir Beschädigungen an der Front des Möbels vermeiden. An Positionen im Möbel, wo Euroboxen von den Abmessungen her nicht reingepasst haben, haben wir normale Schubladen realisiert. Dasselbe Stauraumsystem quasi gespiegelt haben wir auch hier unter der Sitzbank. Das ganze System mit den Lagerlogistikboxen sieht jetzt im Endeffekt sehr einfach aus. Es hat uns aber wirklich sehr, sehr viel Ausprobieren und Prototypenbau gekostet, denn man muss wissen, diese Boxen haben eine gewisse Fertigungstoleranz und die sind nicht alle exakt gleich. Trotzdem haben wir es nach viel Ausprobieren geschafft, über unser Schienensystem auch immer ein einheitliches Fugenmaß zu erzeugen.
Besonders toll ist natürlich durch die Boxen und unser Schienensystem, dass wir quasi in jedem Stauraumfach die Qualität einer Schublade haben, was natürlich deutlich besser ist als Klappen von oben, weil auf der Bank sitzt man immer drauf. So kann man auch immer, wenn man drauf sitzt, trotzdem an die Stauraummöglichkeiten kommen. Das Schienensystem ermöglicht auch, die Boxen wirklich extrem weit herauszuziehen, ohne dass sie rausfallen. Selbst mit viel Gewicht drin passiert dort nichts. Wenn wir jetzt schon auf dieser Seite sind, machen wir auch direkt mit der Küche weiter. Wir haben hier oben eine Arbeitsplatte, die quasi bei Stehhöhe normales Kochen ermöglicht. Hier unten haben wir einen 40 Liter Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach. Das Besondere an diesem Kühlschrank ist, dass er eben auch über die Position nahe der Hecktür von außen bedient werden kann. Also man muss nicht ins Fahrzeug klettern, wenn man mal ein kühles Getränk oder die Milch am Frühstückstisch braucht. Ich glaube, ihr seht mich jetzt gar nicht mehr. Es ist hier gerade wieder schlagartig dunkel geworden, aber das ist ja kein Problem. Wir können ja Licht anmachen. Weiter geht's hier auf der Küchenzeile. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass wir hier eine Küche haben mit Arbeitsplatte auf Stehhöhe. Wir haben zusätzlich hier oben Airline-Schienen angebracht, das vis-à-vis auch auf der anderen Seite, sodass man hier auch mal eine Wäscheleine während der Fahrt spannen kann. Des Weiteren haben wir eine indirekte Beleuchtung nur für die Küchenarbeitsplatte hier verbaut, die hier im hinteren Bereich geschaltet werden kann. Auf der Arbeitsplatte ist natürlich auch Platz, um den Kocher aufzustellen und mal einen Kaffee oder ein paar Nudeln warm zu machen. Im hinteren Bereich in der Rückwand haben wir hier wieder Expanderseile verbaut, wo man kleines Küchenequipment oder Gewürze reinpacken kann. Nebendran sind die Lüftungsschlitze für die aufsteigende Luft vom Kühlschrank. Der Kompressor gibt ja warme Luft ab, die steigt nach oben und kann dann hier oben auch entweichen. Wir haben hier über der Küchenzeile diverse Steckdosen, die Standheizungssteuerung und verschiedene Schalter für die Innenbeleuchtung und Außenbeleuchtung. Über der Hecktür haben wir auf beiden Seiten USB-Steckdosen verbaut, die zum einen natürlich von der Küchenzeile aus, aber auch später vom Hubdach aus verwendet werden können. In der Mitte haben wir den Batteriecomputer zur Überwachung der Verbraucherbatterie sowie den Lichtschalter für die Küchenzeile und auch den Lichtschalter für die LED, die auf der anderen Seite eingelassen ist. In der Mitte auch nochmal eine USB-Steckdose. Hier im Bereich der Rückenlehne haben wir noch einen Packsack mit 4 Fächern, wenn man so will, für jeden eins. Wenn man hier weiches Camping-Equipment wie Kleidung oder so reintut, hat man auch noch eine angenehme Rückenlehne dadurch. Wir hoffen, euch hat die kleine Roomtour des Toyota Land Cruiser GRJ 78 gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion. Natürlich könnt ihr auch diese nutzen, um einfach Feedback zu geben. Für alle, die sich selbst einen Camper ausbauen wollen oder auf der Suche nach Camping-Equipment sind, den empfehle ich unbedingt nochmal in die Videobeschreibung zu schauen. Dort haben wir sehr, sehr viele Produkte, die hier verbaut sind. Verschlüsse, Scharniere etc. auch für Selbstausbauer verlinkt. Wir haben hier aktuell beim Videodreh 2 Grad. Es fühlt sich aber deutlich kälter an. Das Handy ist schon mehrfach ausgegangen, weil der Akku nicht mehr wollte. Wir freuen uns jetzt echt, reinzukommen und einen Kaffee zu trinken. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen.